Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen präsentiert eine Lösung einer alten Klausuraufgabe. Diesmal ist es die Aufgabe 9 der Nachklausur aus dem Sommersemester 18. Wenn wir uns die hier anschauen auf dem Aufgabenblatt, dann ist die Taylor-Reihe einer Funktion f gegeben, entwickelt um den Ursprung. F ist eine Funktion von zwei Variablen und hier steht die Taylor-Reihe. Und gesucht sind jetzt der Wert der Funktion, der Gradient f, die Hesse-Matrix von f, also Funktionswert, erste, zweite Ableitung am Ursprung, die stecken als Koeffizienten irgendwie hier in dieser Taylor-Reihe drin. Gucken wir uns das an. Hier steht nochmal die Reihe. Und wenn wir jetzt das mal irgendwie aufschreiben, nach den ja, wie ist das sortiert? Vielleicht gucken wir die Reihe nochmal genau an, bevor wir anfangen. Hier läuft n von 0 bis unendlich, nü von 0 bis n. Und hier oben, hier sieht man die Ordnung dieser Terme. Da ist ein hoch nü und ein hoch n minus nü. Das heißt, alle Terme der Ordnung n sind gerade wirklich in den entsprechenden Summanden hier versammelt. Also n, der äußere Index n hier, gibt mir gerade die Ordnung des Terms an. Also wenn ich einen linearen Term haben will, dann brauche ich alle mit n gleich 1. Wenn ich einen quadratischen Term haben will, alle mit n gleich 2 und so weiter. Schreiben wir mal die n gleich 0 Terme hin. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Wenn n 0 ist, muss auch nü 0 sein. Dann steht da ein x hoch 0 und ein y hoch 0 minus 0, also eine 1. Das ist der n gleich 0 Term. Da gibt es nur den einen. Wie sieht es aus mit n gleich 1? Wenn n gleich 1 ist, dann kann nü von 0 bis 1 laufen. Also n gleich 1, nü gleich 0, dann steht da x hoch 0, y hoch 1 minus 0, also ein y. Und umgekehrt, oder was heißt umgekehrt, wenn n gleich 1 ist und nü gleich 1, dann steht da x hoch 1 und y hoch 1 minus 1. Also y hoch 0. Das sind also die n gleich 1 Terme. Da war hier der mit nü gleich 0 und hier der mit nü gleich 1. Dann schreiben wir die n gleich 2 Terme hin. Da läuft jetzt nü von 0 bis 2, also 0, 1, 2. Wenn nü gleich 0 ist, dann steht da x hoch 0, es gibt einen Faktor 1, und y hoch 2 minus 1, also y ins Quadrat. Plus n gleich 1, nü gleich 1, dann haben wir x hoch 1, y hoch 2 minus 1, also y, und n gleich 2, nü gleich 2, da haben wir ein x hoch 2 und ein y hoch 2 minus 2. Das sind also die n gleich 2 Terme und bei denen war jetzt hier nü gleich 0. Nü gleich 1, nü gleich 2. Gut. Die können wir jetzt ein bisschen anders schreiben. Sagen wir mal, das hier, die n gleich 1 Terme, das könnte ich schreiben als das Skalarprodukt des Vektors 1, 1 mit dem Vektor xy. Und das hier, das ist eine quadratische Form in x und y, das kann ich mit Hilfe einer symmetrischen Matrix so schreiben. Also xy transponiert, eine Matrix mal xy. Damit es ein x-Quadrat-Term gibt, muss hier eine 1 hin. Damit es ein y-Quadrat-Term gibt, hier eine 1. Und den xy-Term, den kriegen wir halbe halbe von hier und von hier. Jetzt wissen wir, ja, ein bisschen scrollen können, jetzt wissen wir, der erste Term hier vorne, der hier, der n gleich 0 Term, das ist ja gerade f von 0 und 0. Der n gleich 1 Term, der ist gerade Gradient f an der Stelle, na, an der Stelle 0, 0, Skalarprodukt mit dem Vektor x oder xy, wenn wir so wollen. Und
Der quadratische Term, der ist 1/2 xy und dann die zweite Ableitung, also die Hesse-Matrix am Entwicklungspunkt mal den Vektor xy. Das heißt, wir können jetzt hier direkt ablesen, was die gesuchten Größen sind. F selber am Ursprung ist offensichtlich 1. Der Gradient von F im Ursprung ist der Vektor 1, 1. Und die Hesse-Matrix im Ursprung, F2' von 0, 0, ja, das ist bis auf den Faktor 1/2, den wir rausziehen müssen, diese grüne Matrix hier oben. Wenn wir dann Faktor 1/2 ausklammern, dann steht da die Matrix 2, 1, 1, 2. Und somit haben wir an dieser Taylor-Reihe hier diese speziellen Werte von Funktionen erster und zweiter Ableitung ablesen können. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.